Eine Traktorfahrerin sieht, wie ein Radfahrer plötzlich auf einem Feld zusammenbricht. Vermutlich ein Herzinfarkt. Ja, die 55-Jährige, die eilt natürlich gleich zur Hilfe und stellt vorher aber noch ganz schnell ihre Zugmaschine auf dem Feldweg ab. Doch dann bahnt sich gleich das nächste Unheil an. Auf einmal war ein Riesenloch in der Schlafzimmerwand in diesem Einfamilienhaus im hessischen Erbenhausen. Führerlos rast eine riesige 6 Tonnen schwere landwirtschaftliche Zugmaschine einen Abhang hinunter und kracht mit voller Wucht in das Gebäude. Großeinsatz für die örtliche Feuerwehr. Wir haben zunächst einmal die Unfallstelle oder die Einsatzstelle gesichert. Wir haben den Schlepper dann mit Hilfe eines weiteren Traktors aus dem Wohnhaus herausgezogen. Wir haben dann die Trümmerteile beseitigt. Die Bewohner sind zum Unfallzeitpunkt nicht zu Hause. Nicht auszudenken, sie hätten sich in ihrem Schlafzimmer aufgehalten. Vermutlich hat sich die Handbremse der Zugmaschine gelöst. Die Fahrerin hatte das Gefährt übereilt stehen lassen, um einem gestürzten Radfahrer erste Hilfe zu leisten. Die Schäden am Gebäude sind beträchtlich, doch die Feuerwehrleute von Homberg-Ohm leisten ganze Arbeit. Sie stützen die Mauern ab, beseitigen Schutt und Dreck. Und 2 gelernte Dachdecker in Feuerwehruniform sorgen für einen provisorischen Regenschutz. Die Feuerwehr hat den ersten Schaden insoweit behoben, als sie die einsturzgefährdeten Bereiche gesichert haben. Sie haben ja sogar das Schlafzimmer auch sauber gemacht. Ich glaube, der Rest des Hauses ist intakt, sodass die Familie zurande kommt. Erste Schätzungen gehen von rund 100.000 Euro Schadenshöhe aus. Sachverständige sollen heute die genaue Unfallursache klären.